Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen das wunderschöne Projekt Big Farm auf Neubartelshagen. Und ich bin zurück aus der Sommerpause, aus meiner kleinen Sommerpause und habe wieder oder fange jetzt wieder an, Videos für euch zu machen. Und ich war aber nicht ganz untätig, das seht ihr auch hier an dem Feld. Wir haben Sonnenblumen, da drüben gedeiht der Mais, denn ihr seht es ja auch rechts oben. Wir sind im Juni, also praktisch mitten im Jahr. Und nicht nur hier hat sich einiges getan, sondern auch, tada, hier hinten. Ja, ich habe angefangen, endlich auf dem Hof ein bisschen zu bauen. Wir haben jede Menge Geld gemacht über den Winter, haben unsere Produkte verkauft. Und ihr seht es, wir haben hier nicht nur einen Kuhstall, sondern da hinten sind noch weitere Gebäude. Da komme ich aber gleich dazu. Und hier habe ich auch schon mal ein bisschen angefangen, hier mal ein bisschen zu modellieren, ein bisschen unsere Farm, unsere Umgebung zu gestalten. Ein paar Bäume habe ich auch gepflanzt, ihr seht es. So, und da haben wir auch die ersten Kühe hier in unserem neuen Kuhstall. Die habe ich eingekauft. Ansonsten, ihr wisst es ja, wir haben ja noch den anderen Kuhstall. Da haben wir Tiere, die sozusagen in unserer Aufzuchtstation sind. Und die werden wir dann die Tage hier überführen. So, dann haben wir hier geht's weiter. Hier drüben habe ich ein kleines Silo. Da können wir dann auch jede Menge Häckselgut und so weiter hier verarbeiten. Und einen weiteren Tierstall, nämlich die Schweine, haben hier Einzug gehalten auf unserem Hof. Der schöne Schweinestall, ein schöner Mod, den habe ich mir gedacht, den holen wir uns. Und hier machen wir mal auf. So, Quatsch. So, jetzt Tür öffnen. So, hier kann man nämlich dann entsprechend, so, da müssen wir noch, zack, so. Hier kann man dann entsprechend mit einer Fütterungsmaschine hier das ganze Material reinwerfen und der macht dann hier das entsprechende Schweinefutter. Und Mist gibt es dann hier auch, hier hinten. So, da haben wir schon den ersten Mist. Tada. So, und hier haben wir dann noch schon mal einen kleinen Unterstand mit einer Werkstatt installiert. Und da hinten, das habe ich total vergessen, es gibt ja hier im Precision Farming, gibt es ja diese Stationen hier. Die sollen uns ja helfen, dass der Fahrer bzw. die Helfer etwas präziser fahren. Das soll wohl auch die Erträge etwas steigern. Das habe ich hier mit dieser Hörmannhalle hier verbunden. Da können wir dann die Großgeräte reinmachen, Häcksler oder dann den Drescher und so weiter. Und somit haben wir hier schon mal ein bisschen was gemacht. Aber ihr seht es auch, ja, die Finanzen sind jetzt auch schon wieder relativ down. Das heißt, für den Moment muss es erstmal reichen. Wir müssen wieder erstmal wirtschaften und Geld verdienen. Wir gehen mal kurz nach oben. Dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt von oben an, wie das Ganze aussieht. So, hier haben wir also unseren schönen neuen Kuhstall mit den ersten Tieren, den Schweinestall. Und hier ein Silo. Hier haben wir jetzt auch schon hier einen ordentlichen Weg, eine Einfahrt gebaut mit Zäunen. Das Ganze hier entsprechend abgetrennt und entsprechende Fahrwege eingerichtet. So ein bisschen dekoriert. Und hier vorne, also bis hierher geht's jetzt. Da habe ich jetzt soweit modelliert. Wie gesagt, das Ganze hat auch eben ein bisschen mit dem Geld zu tun. Die Wiese hier habe ich mittlerweile auch umgegraben. Auch hier haben wir Mais drauf, denn das eine soll dann normal geernteter Mais werden. Hier, da plane ich dann zu häckseln und das können wir dann in den neuen Silo packen. Denn ich muss jetzt ehrlich sagen, nachdem ich hier jetzt angefangen habe, hier drüben ein bisschen hier zu machen, zu tun und zu bauen, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob wir das hier alles so stehen lassen, das Fermenter-Silo und vor allen Dingen auch diese kleine Hof-BGA. Da bin ich echt am Überlegen, ob wir das dann alles ein kleines bisschen anders gestalten. Aber nun gut, soweit so gut. Das wird alles noch folgen. Wir sind in Folge 44 und haben es jetzt endlich geschafft, hier unseren Hof so zu erweitern, dass wir jetzt endlich auch entsprechende Tiere vor Ort haben. Kühe und Schweine und damit können wir dann arbeiten und da freue ich mich auch schon drauf, die nächsten Folgen. So, ja, aber wir werden heute nicht nur den ganzen Tag hier über dieses reden, sondern ich habe auch schon mal ein bisschen was vorbereitet, nehme einen kleinen Auftrag, einen kleinen Mähauftrag, das seht ihr hier. Warum? Ja, weil ich habe nämlich Interesse, beziehungsweise diese Gerätschaften waren hier mit drin. Vom Göwal-Pack war nämlich hier eine Presse mit dabei und dieser Wickler, den will ich heute mal ausprobieren mit euch zusammen und will mal sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen den Auftrag an, leihen uns die Geräte und ich habe
das ganze Material schon mal hierher gebracht, zusammen mit unserem kleinen Messi. Das Gerät hier, der Fendt, der war hier im Pack mit dabei. So, an der Stelle möchte ich, bevor es losgeht, hier mit dem Mähen, mit dem Auftrag noch einen Gruß rausschicken, und zwar an die Yvonne. Die hat mir nämlich geschrieben in die Kommentare, ich soll mir doch von Oma Tanner, auch da geht ein Gruß raus, den TARDIS XL. Yep, weil wegen der Big Farm Geschichte und wegen den Abfahrern und so weiter, da wäre also ein Mod, da kann man dann auf jeden Fall ordentlich, nämlich 200.000 oder 150.000 Liter. Naja, ist halt ein bisschen gepimpt, ne? Aber ich habe mir den Mod heruntergeladen und da schauen wir mal einfach mal, ob man dann bei der nächsten Ernte tatsächlich dann diese Gerätschaften auch wirklich einsetzen. Aber vielen, vielen Dank für den Kommentar, hat mich sehr gefreut. Danke. Gruß an Yvonne. So, okay, also ihr seht, es geht hier schön vorwärts hier auf unserem Projekt und die Pläne, die ich hatte, die werden jetzt langsam umgesetzt. Wir werden also jetzt den Hof langsam erweitern, ein bisschen immer mal wieder dran arbeiten, ein bisschen was tun. So, apropos arbeiten, wir legen jetzt gleich los hier mit dem Mähen, Feld Nummer 16, das ist der Auftrag. Und das Ganze würde ich doch sagen, weil uns in der vor allen Dingen das Thema da hinten interessiert mit dem Göweil, das Mähen und so weiter und das Wenden, weil ich glaube, wir müssen Silage machen. Müssen wir eigentlich Silage? Nee, das ist ja kein Wender da drüben, das ist natürlich ein Schwader. Okay, das machen wir jetzt ein bisschen im Zeitraffer und anschließend schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert mit dem Göweil Ballenwickler. Jo, also, bis gleich. Da sind wir wieder. Das war also jetzt erstmal ein kleiner Zeitraffer mit dem Mähen. Und wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir unsere Schwarte hier haben, den Göweil angehängt. Und wir werden jetzt mal anfangen, hier die ersten Ballen zu pressen. So, ich glaube, das Ganze muss man ja noch aufklappen. Das Witzige an dem Auftrag ist ja, wir müssen die Ballen... das ist jetzt aber hier ein Buschen. So, wir müssen die Ballen ja tatsächlich zu unserer kleinen BGA bringen. Ne? Wir schauen mal. Zack, zack,
zack, zack, hier Aufträge. Und zwar die Ballen wickeln, Silageballen machen und das Ganze zu unserer Mini-Biogasanlage. Insofern hat es den Vorteil, die Ballen, die übrig bleiben, die können wir dann für unsere Kühe verwenden. So, jetzt mal schauen, Pickup senken und im Prinzip die Ballenpresse anschalten und automatisches Ablegen auch anschalten. So, dann sind wir wieder hier im Spiel und dann geht's los. Jupp. Sehr schön, sehr schön. Jetzt ist es natürlich so, das habt ihr gesehen hier mit dem Schwader, das ist jetzt nicht gerade der größte, das ist eher was für unsere schöne Alpenmap. Ne? Das heißt, er wird jetzt hier ein bisschen hier arbeiten, also das wird noch ein bisschen gehen. Aber wir können schon, oh, da habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Okay, da war ich ein bisschen zu spät. Naja, gut, wir werden es verkraften können. So soll also heißen, das Ganze wird hier noch ein kleines bisschen dauern, aber ich will auf jeden Fall hier die ersten Ballen machen und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert hier mit dem Ballenwickler hier, dass man da keinen Frontlader, ich glaube, da braucht man keinen Frontlader, den kann man direkt da vorne dann einhängen und die Ballen wickeln. So. Ja, muss ich mal ein bisschen aufpassen, wenn er trötet, nicht, dass ich wieder zu weit fahre. Sehr schön. Und zack. Ja, werft die sehr zügig raus, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber Bastjo, das Bastjo. Sehr gut. So, wie gesagt, wenn der Kollege hier oben. Macht er was? Ja, der fährt. Hier schön am Schwadern ist, dann können wir auf jeden Fall schon mal zwischendurch ein bisschen wickeln. Deswegen überlege ich gerade, hätten wir uns den Wickler gleich vorne dranhängen können. Ja, da muss ja jede Bahn fahren. Das kann ein kleines bisschen dauern. So. Jo. Parallel haben wir ja immer noch unser schönes zweites großes Projekt. Groß ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber unsere schöne Mini-Brunnen. Unsere Alpenmap, auch da geht es zügig vorwärts. Da habe ich auch einiges gemacht während der Sommerpause. Also Sommerpause immer nur ja indirekt. Ich habe natürlich dann schon hier ein bisschen gezockt und vorbereitet. Und auch in der Alpenmap, da könnt ihr euch drauf freuen, da wird es jetzt dann auch vorwärts gehen. Da haben wir auch ordentlich Kohle gemacht. Und da habe ich jetzt noch nicht gebaut, aber da will ich mit euch zusammen dann auf jeden Fall auch einen Hof erweitern. Ich habe das soweit alles vorbereitet. Und da denke ich, werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge spätestens werden wir da auch dann ein bisschen hier bei uns auf der Alpenmap bauen. Die Forstwirtschaft, die hat auf jeden Fall richtig Kohle reingebracht. Ich habe da auch letztens noch die letzten Bäume ja abgeholzt bzw. zersägt und so Hackschnitzel verarbeitet. Und aber natürlich auch wieder alles schön aufgeforstet, sodass wir dann sehen können mal, wie sich das Ganze entwickelt. Weil ich muss ehrlich sagen, also Forstwirtschaft habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Und da bin ich dann auch ein bisschen neugierig, wie das Ganze dann wieder hier funktioniert. Jo, aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Neubartelshagen hier. Und dass wir hier dann auch vorwärts kommen. Wie gesagt, hat jetzt auch 44 Folgen lang gedauert, bis wir endlich unsere Hoferweiterung durchgeführt haben. So, den hier stellen wir mal kurz ab. Jetzt holen wir mal hier mit dem Fendt, und da bin ich jetzt gespannt, den Ballenwickler. Ob das jetzt so funktioniert, wenn man das direkt hier einhängt, oder ob wir hier einen Frontlader dazu gebraucht hätten, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das müsste eigentlich so gehen, weil dieses einfache Absenken, der tut ja nur wickeln. So, zack, ups. Okay. Vorwärts, ah, okay. So, wir müssen das Ganze dann, so wie es aussieht, dann mit diesen Haken bzw. mit diesen Ballentransportern hier, und das heißt, es sind maximal 4 Stück, aber kein Problem, kriegen wir hin. Im Zweifel holen wir dann doch unseren Wagen. So, jetzt lasst uns mal sehen. Also, ich denke, das Ganze aufgeklappt habe ich den schon, oder? Der ist schon aufgeklappt, oder? Ja, ja, der ist schon aufgeklappt. So, dann klappen wir das Ganze aus. Dann fahren wir mal runter. Und ich glaube, auch hier kann man was anschalten. Automatisches Ablegen anschalten. Ist natürlich klar, dann kann man den irgendwo hinfahren. So, dann schnappen wir uns den. Geht das so? Ah, ja. Cool.
Ja, das ist ja cool. Ja, da kann man die natürlich dann schön nebeneinander legen während dem Wickeln, beziehungsweise bis er fertig gewickelt hat. So, legt er den jetzt ab. Ja, das ist ja mal dolle, dolle, dolle. Das gefällt mir, das ist schön. So, dann schnappen wir uns den nächsten. Bingo. Ja, ich glaube, der stößt jetzt an. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da muss man eben das automatische Ablegen ausschalten. Aber so geht es eigentlich auch. Jo. So, wenn wir jetzt so reinfahren, dürfte das eigentlich auch kein Problem sein, oder? Schnappt er sich. Sehr gut. Ja, da kann man nämlich noch hochfahren. Genau. Und wenn wir den oben lassen, dann wird er einfach runterfallen, vermute ich mal. Ja, das ist ja echt supi. Das wäre was auf jeden Fall für unsere schöne Alpen-Map. Das gefällt mir gut. Der Wickler hier, da können wir dann auch mitarbeiten. So, runterlassen. Stopp. Oh, in letzter Zeit bin ich immer so ein bisschen flott hier unterwegs. Und wieder hoch. Jo. Und Gegengewicht brauchen wir, glaube ich, nicht. Das geht so. Ja, das passt dann. Dann kann man nämlich immer schön, wenn er 3, 4 Bahnen gemacht hat, hier unser Wender, dann kann man immer ein paar Ballen schon mal wickeln. Und die schon mal hier hochbringen. Ah, erstmal runterlassen. So, jetzt müsste er sich doch schnappen. Okay. Ja, wie gesagt, was das Thema bzw. die Idee mit den Tieren ist, mit den Kühen. Also wir haben ja unsere Aufzugsstation und wir müssten da mal kurz reinschauen, wie weit die Tiere eigentlich sind, weil die sind ja, Augenblick, da schauen wir mal. So, da unten, Kuhstall mit Fütterungsroboter. Also der Punkt ist der, ich will die Tiere da doch nicht rausholen, weil wir haben da jede Menge Futter drin und ihr seht, das Mischration ist zu 100% voll und es ist jede Menge Stroh, Heu und so weiter drin. Das würde ich einfach sagen, werden wir so machen. Die Tiere sind ja demnächst geschlechtsreif, die sind jetzt 11 Monate und wenn die also ja den ersten Nachwuchs bekommen haben, dann werden wir uns die Holstein hier schnappen, die alten, also die Eltern, und die bringen wir dann rüber in unseren neuen Kuhstall und dann können die nämlich Milch produzieren, weil hier kommen wir ja nicht an die Milch ran im Prinzip. Und dann können die hier nämlich wieder die jungen Tiere aufgezogen werden, sozusagen, bis sie geschlechtsreif sind. Und wenn die geworfen haben und Nachwuchs gebracht haben, dann werden wir die wieder rübernehmen. Also somit benutzen wir einfach diesen Kuhstall weiterhin als Aufzugsstation, damit wir auch, wie gesagt, von der Fütterung her und so weiter das Material nicht verloren geht. Hier haben wir unsere Schweine, die ersten. Da werden wir noch welche einkaufen, natürlich, damit es ein bisschen vorwärts geht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da genau reinpassen, aber es ist ein großer Schweinestall, also mit Sicherheit über 200 Tiere. Und bei dem Kuhstall verhält sich das ähnlich. Da haben wir, wie gesagt, auch die ersten Tiere nur geholt, damit einfach mal das Ganze sozusagen zum Laufen kommt. Und die erste Milch haben wir da auch schon. Sehr schön. So ist also die Idee für die Zukunft. So, macht er da? Ja, der arbeitet noch. Sehr gut. Bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn der da vorne so rummacht. Weil ab und zu gibt es halt doch Probleme hier ein bisschen mit den Helfern. So. Ja, also wie gesagt, wenn das überschaubar ist, das ist natürlich jetzt keine Aktion für 100 oder 150 Ballen auf dem Feld. Aber so, wie gesagt, für kleinere Wiesen, so wie wir es ja bei uns in unserem Neumini-Brunnen haben, da würde mir das auf jeden Fall gefallen. Ist eine Option. So, dann holen wir uns da vorne die zwei noch und dann geht's weiter. Ja.
Jo, und wie wir hier fertig werden, das machen wir einfach nochmal in unserem nächsten kleinen Zeitraffer. Also, viel Spaß und bis gleich. Da sind wir wieder, immer noch beim Wickeln, aber wir sind sozusagen in den letzten Zügen und die letzten Ballen werden jetzt hier abgelegt. Sehr schön. Muss ich ehrlich sagen, also das macht richtig Spaß hier mit diesem Teil. So, den fahren wir wieder hoch. Dann holen wir uns den Ball mal dort vorne noch. Dann sind es, glaube ich, noch 3 Stück oder 2. So. Sehr schön. Und dann können wir anfangen, hier die Ballen zur BGA zu bringen und nochmal schauen, ob wir das auch wirklich alles richtig gemacht haben. Also das ist schon nicht schlecht, dann kann man die Ballen immer schön schon mal auf einen Haufen legen. So, und ob man dann die Automatik eingeschaltet hat oder nicht, da muss man einfach mal schauen vom Weg her. Also vorhin war es ja ein bisschen knapp, da habe ich dann die Automatik ausgeschaltet mit dem automatischen Ballen ablegen. Und hier funktioniert es soweit. Sehr schöne Sache. Also wie gesagt, das Teil hier, das gefällt mir richtig. Das macht Spaß, das macht Laune. Und natürlich in Summe müssen wir mal das kontrollieren und prüfen, wie das dann aussieht,
wenn man eben dann nur einen kleinen Wickler holt von Göweil und eben dieses Gefährt, ob das günstiger ist, als wenn man dann eben sich den großen holt. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Fan vom Fast Bale, weil der halt einfach, Vicon glaube ich, weil der halt einfach, da kann man immer schön durchfahren. Das ist natürlich halt hier mit dem normalen Wickeln immer so eine Geschichte, weil man immer anhalten muss, muss ein bisschen aufpassen. Ihr seht es aus, bleibt dann immer ein bisschen auch was liegen und wir sind ja ganz, ganz sparsame hier und deswegen wollen wir immer alles einsammeln. So, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten Tage hier, wie ich durch die Gegend gefahren bin auf den Feldern, habe ich ja gesehen, dass da viele, viele Rundballen, Heurundballen bzw. Strohrundballen herumlagen und das bei dem Regen. Und da habe ich mir immer gedacht, macht das wirklich Sinn? Ich meine, nicht, dass das Zeug doch schimmelt und wegen der Feuchtigkeit. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen mal aufklären lassen, weil ich muss zugeben, das habe ich nicht, ach, da vorne ist noch einer, das habe ich so nicht gewusst, dass natürlich die Rundballen, und das ist eigentlich der große Unterschied zwischen den Rund- und Quaderballen. Ich dachte immer, das macht man wegen dem, oder man entscheidet das wegen dem, ja, ich sag mal Stapeln, wegen der Logistik. Aber nein, der Punkt ist schlicht einfach auch der, dass die Rundballen, stopp mal, so ja, dass die Rundballen deutlich fester gewickelt sind, gepresst sind und deswegen natürlich auch ein größeres Volumen haben. Da steckt mehr Material drin und das führt eben auch dazu, dass die nicht so regenanfällig sind, feuchtig anfällig, wenn die draußen stehen. Da hat man mir gesagt, das ist dann nur die äußerste Schicht, die nass ist und oder feucht wird und das spielt gar keine Rolle bei diesen Teilen und dann kann man die also auf jeden Fall auf dem Feld liegen lassen. Das wäre natürlich bei den Quaderballen nicht, weil die sind deutlich, deutlich lockerer. Die kann man also aufschneiden und auseinanderziehen und dadurch, dass sie so locker sind, ist natürlich, da geht die Feuchtigkeit viel, viel mehr rein. Ja, wusste ich so auch nicht. Fand ich interessant. Deswegen also der hauptsächliche Grund eben, warum Quader oder warum man eben hier die Rundballen presst. So. Nichtsdestoweniger, wenn ihr da noch andere Informationen habt, würde mich freuen, wenn ihr mir das dann einfach in die Kommentare schreibt. Jetzt suche ich hier gerade, wie es eigentlich weitergeht. Wir müssen jetzt die Ballen natürlich zur BGA bringen und dazu gibt es hier diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, für mich sind das so eine Art so Schmetterlingsteile oder so. Also auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte und wir machen das mit vorne, hinten, deswegen sind sie auch zwei. Dann hat man da auch einen schönen Ausgleich. Und dann bringen wir hier jetzt mal die ersten vier Ballen zu unserer BGA. Bin mal gespannt, ob ich das noch hinkriege. So, dann schnappen wir uns die. Und dann sehen wir, ob wir auch alles richtig gemacht haben. So, das vordere. Stopp, aufklappen. Hintere mal aufklappen. Jupp, das klappt soweit. So, dann fahren wir mal hier ran. Da haben wir nämlich zwei Pärchen. So, dann schauen wir mal, ob wir da richtig jetzt rankommen. Augenblick, Augenblick. Warte, warte, warte. Das müssen wir jetzt noch runterlassen. Und ich denke noch ein bisschen nach vorne oder so. Ah, das funktioniert so nicht ganz. So. Erstmal anheben. So, dann wieder nach vorne, dann wieder ein bisschen runterlassen. Na, können wir noch lenken? Ups. Ja, ich muss mal schauen. Ich glaube, ich bin jetzt richtig unten. Nein. So, jetzt bin ich unten. So, jetzt haben wir aber das Problem. Jetzt ist er wieder. Ja, mal hoch machen. Dann schnappen wir uns einfach einen anderen. So, oder? Ja, das ist eine ganz diffizile Geschichte. Wieder runter. Nein, so aufklappen. Mal schauen, ob wir jetzt rankommen. Man muss immer schauen, dass man mit dem rechten nicht so weit... Ja, jetzt passt. So. Okay. Ja, da müssen wir die Ballen ein bisschen weiter auseinanderlegen, sonst ist es doch zu schwierig. Jetzt schauen wir mal hinten. Ablassen. Reicht das schon? Ah. Der ist auch schon wieder verhunzt. Okay. Ja, wenn man sie nicht sofort richtig kriegt, ich bin mir aber auch nicht sicher, müssen wir das noch ein bisschen runterlassen. Ja, ich denke, das müssen wir noch irgendwie runterlassen.
Okay, den haben wir. Ja, da ist natürlich ein Autoload deutlich geschmeidiger. Ja, da passt auch wieder nicht. Vorwärts. Dann wieder auf. Ja, da muss man schon ganz genau dran kommen. So wie jetzt. Okay. Und hoch. Und ranziehen. So, sehr schön. Das sollte soweit passen. Damit fahren wir jetzt mal zur Hof-BGA. Und dann schauen wir mal, ob er uns dann sagt, unser Auftraggeber, ob das dann soweit alles passt. So, wunderbar. Da haben wir heute ja wieder richtig was geschafft hier. Einen Auftrag so gut wie abgearbeitet, gemäht mit Göwal-Geräten hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jo! So, machen wir mal ein Tempomat rein. Verkehr habe ich ja ausgeschaltet, aus den bekannten Gründen. Das ist immer ein bisschen ein Problem hier auf der Map dann mit den Helfern, auch wenn der Verkehr ja nur hier auf dieser Straße hier unterwegs ist. Aber ist natürlich klar, wenn wir wie jetzt auch im Winter das ganze Material hier vom Silo dann zu den entsprechenden Verkaufsstellen bringen und dass ich natürlich das alles dann mit den Helfern machen lasse, da gibt es dann natürlich immer ein bisschen Probleme mit dem KI-Verkehr. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie in Neu-Mini-Brunn. Da ist ja der Verkehr wirklich extrem und da muss man natürlich auf jeden Fall schön aufpassen mit den Helfern. Aber auch da müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir das da am geschicktesten machen. Im Moment sind es ja alles nur kleine Fahrten, kleine Touren und da ist das dann alles nicht ganz so wild. So. Ja, da freue ich mich richtig, dass es jetzt hier auf dem Neubartelshagen hier jetzt mal langsam richtig vorwärts geht. Wir haben ja wie gesagt die Felder, da wird es dann richtig dann abgehen hier zur Erntezeit. Da haben wir ja richtig zu tun und ich bin auch am Überlegen, ob ich uns einen Häcksler mal miete, damit wir tatsächlich dann, so ist ja der Plan, dass einige Grasfelder den Mais häckseln werden und dann kommt das alles in dann Keilsilo und das andere Material, das bringen wir dann natürlich dann ins Fermentersilo. Aber da bin ich auch, wie gesagt, am Überlegen, ob wir das nicht leer laufen lassen und dann eben vielleicht umplatzieren. Also ich bin da noch nicht ganz so schlüssig, wie wir jetzt weitermachen mit dem Hofbau. Aber es wird Stück für Stück wird es auf jeden Fall weitergehen. So, da kommen jetzt schon die Gebäude. Da sind wir jetzt gleich im Hof. Ja, das sind schon Strecken hier auf dieser Map. So. Ja, ich habe dann auch schon angefangen, hier die Gerätschaften hier ein bisschen umzuparken. Weil die sollen ja dann am Ende hier auf jeden Fall hier auf diesem Hof sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das kriegen wir natürlich jetzt nicht oben reingeworfen, aber da drücken wir jetzt mal ein Auge zu. Sehr schön. Okay, 15% abgetransportiert. Sehr gut. So, und absenken und aufmachen. Und das Material ist auch weg und wir haben 30% abgearbeitet. So, ich werde jetzt dann noch zwischen den Folgen hier auf jeden Fall diesen Auftrag beenden, weil ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so spannend, wenn wir hier die ganze Zeit mit den Ballen hin und her fahren. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es euch bis jetzt hier ganz gut gefällt, wie wir hier den Hof erweitern. Falls ihr auch ein bisschen Ideen habt oder so, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn irgendwas noch hier fehlt oder wie wir das anordnen sollen. Aber wie gesagt, gemacht. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall ganz, ganz stark. Und es geht jetzt nach der Sommerpause also wieder los mit neuen Folgen hier bei mir auf dem Kanal Badenfarmer. Ihr wisst es, Landwirtschaftssimulator und wir spielen ja auch ein bisschen Golf und ab und zu lassen wir es auch mit The Division krachen. Freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet. Bis dahin, ich bedanke mich und sage wie immer Tschüss, ciao. Cheerio, bis demnächst.